Das Ganze geschieht aus einer gewissen Berufung heraus. Ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Für mich war immer klar, dass ich Koch werde oder später dann einmal Gastronom. Wir wollen ein super geiles Essen. Nein, das darf ich nicht sagen. Geil darf ich nicht sagen. Zufriedene Gäste und das hausgemachte Essen, also was heißt das hausgemachte, aber ein Schnitzel am Sonntag nach dem Geschäft. Und ich krieg Gänsehaut, wenn der Clemens mir ein neues Gericht präsentiert und er das auf den Punkt gebracht hat. Ja, die Flexibilität, aber beiderseits. Und natürlich die beste Qualität, was sie anzubieten haben, so ehrlich muss man sein. Also mittlerweile kann ich glaube ich sagen, ich bin schon länger Kunde, als wie so mancher Mitarbeiter da drinnen gearbeitet bei Transgourmet. Und ich glaube, das spricht eh für alles.